Hallo Leute, und herzlich willkommen zu einem Part von Wildlife Park 2. das ist bei neuen Tieren, bei der neuen Folge, und hab auch schon die ersten, das erste Tier rausgesucht. Das ist Spitzmaulnashorn, genau. Mal schauen, was mit dir los ist. Also, Wasser, ja, Grünfutter, 30 Kilogramm, krass. Kratzen und suhlen möchte es. Flachland, Bodenhärte 0 bis 60, Temperaturen 10 bis 45. Warte, was ist los? The fuck? Du bist tot? Warte, wo seid ihr tot? Oh, du bist tot. du scheinst mir auch tot zu sein. Wahrscheinlich Altersschwäche, würde ich denken. Was ist mit dir los? So viele Artgenossen? Wo sind Artgenossen in deiner Nähe? Hä? Ach, habt ihr keine Kinder gemacht mal wieder? Das ging ja schnell. Lass dich antippen. Schau an dich. Schau an dich. Noch irgendwas? Immer noch zu viele. Immer noch zu viele? Ich sehe gerade keinen mehr. Mach ich vielleicht später mal weiter. Okay. Ich schau erstmal, wo ich das Gehege hinmachen möchte für das Vieh, für das Nashorn. Ich denke hier irgendwo. So neben den Löwen ungefähr oder so. Ich würde sagen hier. Ja, hier hin. Dann mache ich den Weg da weg. Weil ich habe eine Idee, krass. So. Dann mache ich erstmal den Boden wieder hier ganz normal Gras. Nein, ich wollte, soll zu Sand werden, oder? Wie sieht das aus? Na, gefällt mir das besser. Weil es ist ja eher ein, hier wieder ein Savant hier. Dann mache ich das lieber mal als Untergrund. So, weil, dann würde ich jetzt das hier machen. Ja, lieber beim Nashorn. Ist so ein Boden, so ein Zaun, denke ich mal, ein bisschen besser. So, zack, 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 zack. Und zack. Hinten auch nochmal. Denke ich, mach mal ein bisschen so. Zack. Und pow. Dann denke ich, mache hier das Nase noch rein. Die waren, es waren zunehmend die Nummer 79. Hier. Eins, zwei Mädchen und zwei Weibchen und ein Männchen. Wie viele müssen es sein? 1 bis 20, okay. Höchstalter sind 40 Jahre, Geschlechtsreife sind 6 Jahre, Herdengröße 1 bis 20, Nachwuchs 1 und Tragzeit 16 Monate, Alter. Schon ganz schön lange. So, man braucht hier Grünfutter. Na, ich mache mal kurz einen Unterschlupf als erstes vielleicht. Geht das? Ich hoffe mal. Zack. Und vielleicht hier nochmal so ein Teil hin. Kann ich. Ey, du drehst dich zu viel. Zack. Okay. Dann sage ich mal, dass die hier. Ich packe den hier auch nochmal so richtig Futter rein. Mach das mal hier so neben. Zack. Zack. Hier vielleicht auch nochmal. Kann ich. Danke. Zack. Und zack. So, und dann mache ich hier irgendwo nochmal so ein Wasserteil, so ein Wasser. Fass hier hin. Das sieht doch gut aus. Dann denke ich, dass ich das mal hier so mache. Passt denn nicht rein? Passt das rein? Auch nicht. Ah, ich hasse es. Dann kann ich den Boden da unten gerade machen. Warte, wäre das schon. Das wäre etwas übertrieben, oder? Ich mal bitte schauen. Mal schauen, wie viel es wegmachen wird. Wie viel es überschwemmt wird oder reicht das? Oh, nice. Ich glaub, geht das? Na, scheiße, das ist zu weit oben. Mach ich es ein bisschen weiter runter. Hoffen wir, es passt mir noch dahin. Oh, super. Das ist super. Das ist super gut gelaufen gerade. Nice.
mache ich den Boden drumherum nochmal wieder zu Grasland. Nicht Grasland, sondern hier Savanne. Und mache den Boden hier nochmal ein bisschen mehr. So, dann sieht es auch ein bisschen besser aus. Wenn es nicht so komisch aussieht. Und beziehungsweise wenn es nicht so wenig ist. Die kommen da gut hin? Ja, die kommen da gut hin. Super. Das gefällt mir. vielleicht mache ich Pflanzen hier auch nochmal rein. So irgendwie die Stöcke. Na, das sieht doch cool aus. Zack. Zack. Noch irgendwas. Ja, du siehst doch super aus. So. Und das ist ausgeschlüpft. Nein, die Papageienfische sterben schon wieder. Und ihr wollt noch was zu kratzen, stimmt ja. Dabei was. Hier. Zack. Und hier mal. Vielleicht hier auch nochmal. Zack. Okay. Ich hoffe, das reicht denen alles. Kratzen, Schlamm so. Ach, stimmt, Schlamm war ja auch wichtig für die. Dann mache ich den Schlamm hier drumherum. Um das Wasser. Das gefällt denen nicht richtig. Der Boden ist denen zu weich. Sicher? Ja, Boden ist blöd für die. Wie viel wollte ich? 50 bis 60. Und was ist das? Wahrscheinlich irgendwie weniger als 60. Oder weniger als 50. Mach ich hier wieder einen normalen. Das ist besser, oder? Du bist 55 gewesen, super. Okay. Dann dürften die Pflanzen damit klarkommen. Du kannst dich ihr könnt euch Schlamm sohlen und kratzen. Alles okay. Aber ich glaube, ich mache noch ein bisschen weiter. Hier. Ein bisschen weiter drumherum. So, okay. Ich glaube, das ist super gelaufen. Das gefällt mir, das Gehege. War eine gute Idee, das so zu machen. Ich mache vielleicht mal normales Wasser hier irgendwo hin. Hier hinten hin oder so. Zack. Hier auch nochmal. Zack. Okay. Sieht doch nice aus. Dann muss hier noch irgendwo eine Tür rein für die Leute. Mach ich mal. Ist blöd. Wirklich sind und dass es nicht so blöd aussieht. Was ist dein Gebiet alles? Das können wir verschieben. Aber nicht so weit. Nee. Das wollte ich gar nicht. Ah! Das Ziel hin, weiterhin. Machen wir es so. Und dann sage ich, okay, dann kommt hier jetzt noch. Kommt halt da nochmal so ein einzelner Teil hin. Hier hin. So, dein Bereich ist dann das hier. Super. Und. Ernsthaft? Muss draußen jemand bellen? Jemand muss draußen einen Hund bellen. Dir gefällt der Boden nicht. Oh, stimmt, hatte ich da hingetan. Machen wir den neuen Boden hin. Das geht? Ja. Nice. Okay. Hier hinten ist ganz hübsch. Ich mache das Fenster so bis gleich. Okay. So, sorry, falls es immer noch ein bisschen lauter dann so zu draußen. So, Hundegeräusche durchkommen könnten. Das Fenster ist zu. Und wenn trotzdem noch was kommt, dann tut es mir leid. Kann ich nicht viel gegen machen. Was ist hier? Wie sieht das so aus? Kannst du den Boden wieder gerade machen, bitte? Das sieht scheut aus. Ach, ich verstehe. Ich verstehe mich wieder, was ich gemacht hatte. Sollte ein bisschen cooler aussehen, so. Ja, es geht. Ich denke, ich packe hier noch was zu essen hin. Hier. Eisladen, vielleicht hier unten. Na, der Boden sieht ein bisschen blöd aus. Soll vielleicht. Also, das ist eine coole Idee, aber dann mache ich es lieber richtig gerade als jetzt so. Jetzt sind sie größer. Danke. So. Okay. Dann dürfte das gehen. Packe ich jetzt trotzdem hier noch was zu essen hin. Durch die Essensläden irgendwo. Hier mal. Eis, ein bisschen. Hier vielleicht mal was zu trinken. Zack. Und daneben was zu essen. Zack. Okay. Das sieht doch halbwegs okay aus. So, ich gehe super hier drüben.
Irgendwie bin ich gewitten. Ich mache noch ein viertes Weibchen dran. Ich mache noch ein viertes Weibchen dran. So, zack. Zack. Nice. Was ist mit dir los? Dir fehlt Dekoration. Hab ich recht? Dekoration. Dekoration. Ich weiß nicht, was man so gut als Dekoration nehmen könnte noch. Das passt gar nicht hierher, das ist ein bisschen blöd. Hier, mal so ein Teil hin. Zack. Was wird ihr jetzt? Pflanzen nehmen. Warte, Pflanzen sehen? Ach, Pflanzen sehen. Okay. Naja, was ist mit dir los da hinten? Was habe ich hier für einen Scheiß gebaut, bitte? Dem Weg, what the fuck? Du solltest eigentlich ganz gerade rüber gehen. Okay, super. Bist du fest? Ja, du bist fest, nice. So, was hier? Dann mach ich den Boden hier nochmal ein bisschen besser. Sieht ein bisschen blöd aus, wenn der Boden da rüber schaut. Na, so soll das als uns sein. Sollte eigentlich, Mann. Ich kann es nicht perfekt machen. Euch Pferden geht super da drin. Das sind ein bisschen viele. Wie viele könnt ihr denn werden? 2 bis 20. Ach Gott, es kommen noch einiges mehr. Was ist mit dir los, Fuchs? Da sind zu viele Leute, oder wie? Du wärst gerne in den Bergen, aber du bist doch in den Bergen. Verstehe ich nicht ganz. Das Problem, was ist mit dir los? Du möchtest irgendwas essen oder so. Aussicht, was zu kaufen gibt. Na, du kommst. Geh einfach hier rüber. Was zu beobachten wäre schön. Meine, da ist was zu beobachten. Du hast ja direkt was, aber was hier los? Ey. Für Artgenossen. Oh, ich sehe schon. Upsi. Noch ein paar Artgenossen wieder weg. Die Fiedler sind auch viel zu viele. Scheinbar. Dann. Hier. Schnapptiere sind auch so viele Artgenossen in hier. Tschüss, Kinder. Noch irgendwer? Da die Antilopen. Ja, doch, Antilopen war das. Zack, tschüss Babys. Fällt noch ein paar von euch weg. Zack, zack. Ja, komm mal rüber. Ja, ihr sterbt lange. Stirbt, die sterben alle verdammt. Zack, zack. Was sind noch Weibchen mit drin, oder? Sind es nur Weibchen drin? Nein, das wollte ich gar nicht. Uff. Sind da nur noch Weibchen drin oder auch Männchen? Ich denke, ich habe dann mal ein paar Weibchen wieder reingetan gehabt, aber bin mir nicht zu 100% sicher. Pack jetzt aber trotzdem noch ein paar Weibchen wieder rein. Es war da, genau. Hier. Männchen meine ich. Zack, 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 zack. Immer noch zu viele Artgenossen. Das ist prima, was ist mit dir los? Bis München, ciao. So, okay. Euch allen geht's super, es freut mich. Und hier, du bist auch alles okay. Was ist mit dir? Na, dir geht's auch wieder prima. Den Menschen geht's auch fast zu 100% super. Was ist dein Problem? Oder euer Problem hier? Setzen kannst du dich direkt. Ich weiß, ich verstehe dein Problem nicht, aber setzen kannst du dich eigentlich. Okay. So, was ist mit dir los? Du würdest gerne Aussicht oder was möchtest du? Ich kann setzen, du kannst dich überall hinsetzen. Alter, Schnabeltiere sind da übertrieben krass. Mit Eierlegen. Ich sehe jetzt schon, es würde dir nicht gefallen, wenn da so viele Kinder da sind. Euch geht's auch super. Okay. Hier hinten wächst ihr da noch? Oder was ist mit der Größe? Mir geht's auch. Euch geht's prima. Ich könnte euch für sehr, sehr viel Geld verkaufen. Ich verkaufe mal das Teil erstmal. Und wie steht's hier mit den Preisen? Kann ich mal kurz. Nein, ich will hier doch mal gehen. Hier.
Jo scheint konstant oben zu sein. Erwischt jetzt mit den Einnahmen. Ja. Nee, warte, das andere, andersrum ist besser. Wenn ich so genau so. Wie viel habe ich denn jetzt eingenommen? Sorry. 101 Besucher, 103 Personal, 261 Tiere, 282 Gebäude, 705 Pflanzen und Gehegeausstattung 333. So, was sind hier? Finanzen sehen ganz schön gut aus. Die machen ganz schön viel Plus, auch wenn wir neue Tiere kaufen und sowas. Eintrittsgelder haben bisher gar nichts. Sehr interessant. So. Riesenpanda. Der Boden ist dir zu weich. Dann schau. Nee, wir brauchen dich doch nicht, du bist schwanger. Deine Kinder wären gut. Hier, Erdmännchen. Hindernisse springen. Ach, seid ihr gerade geboren worden? Verkauf dich trotzdem mal. Zack. Ciao. Okay. Was ist mit den Besuchern los? Wenn du da herumstehst, dann kann ich dir nicht groß helfen, weil du denkst, dass alle Tiere sein sollen. Seid ihr hinten gefangen oder wie? Manu, hier, zack. So, mehr Leute, die genervt sind. Ja. Pflanzen sehen. Ach stimmt, hier muss ich auch noch was hin tun. Wie geht's euch da? Wie viel habe ich? Oh, ich soll vielleicht nur eine Tiere machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 1 von 8. So. Zack, 8. Generieren. 7. 7 haben wir schon. Nochmal neu. 6. 6 haben wir schon. Nochmal neu. 7 haben wir schon. Nochmal neu. 5 haben wir schon. 6 haben wir auch schon. Immer noch. Vier. 1, 2, 3, 4. Super. 4 haben wir noch nicht. Das ist gut. Hier. Was bist du? Du bist. Gastornisvogel. Keine Ahnung. Werde mal hergestellt. Was brauchst du denn, lieber Vogel? Ein Wasser, Fisch. Fleisch, sorry. Laufen 2 Stunden pro Tag, sprinten 2 Stunden pro Tag. Springen 2 Stunden pro Tag. Lesen ist schwer. Flachland, Bodenhärte 50 bis 70, Temperatur minus 10 bis 30. Höchstalter 15 Jahre, Geschlechtsreife 5 Jahre, Herdengröße 2 bis 10, Nachwuchs 1 bis 3. Okay. Dann baue ich das Gehege mal hier hin. Na, ich wäre vielleicht so, sowas wäre besser bei dem Vogel vielleicht. Zack. Zack. Hier und dann da oben nochmal. Zack. So. Zack. Okay. Dann muss da Fleisch rein. Wie lange braucht ihr noch? Egal. Dann muss hier Fleisch rein. Ist sehr wichtig. Ah, schon die Bodenhärte. Was hast du hier? 50 oder so? Ja, ich denke. Ich mach dir Boden. Den Boden Savanne oder was bist du? 10. Nee. Du siehst doch. Mal schauen, ich nicht länger. Ich mach erstmal das hier. Das hier als Boden. So, zack. Vielleicht kannst du noch verändern, wenn es mir nicht gefällt. Dann muss hier Fleisch ran. Zack. Du wolltest gerne springen. So, zack. Zack.
Dann packen wir vielleicht noch einen Unterschlupf hier hin. Hier mal so und vielleicht hier hinten nochmal. Nee, das passt doch nicht hin. Hier, zack. Okay, nice. War es das schon? Weil dann brauchst du noch ein bisschen mehr Sachen, lieber Vogel. Ist ja ehrlich hergestellt. Kommen wir jetzt raus. So, komm her. Tier gezüchtet. Yay, komm raus. Kleines Tier. Nice, danke. Super, hätten wir den Vogel. Ich sehe auch gerade schon, die Zeit ist langsam weg. Vermisst den Gefährten. Zack, stehe ich nochmal neu her. Dann stelle ich dir noch einen Gefährten her. Bist du männlich oder weiblich? Du bist männlich, okay. Dann müssen wir doch ein Weibchen herstellen. Zack, hier, Weibchen. Herstellen. Aber wäre das alles schon, was du brauchst? Gefährten, unglaublich heiß. Uff. Kann ich dir hier eine Klimabox hinstellen? Das ist eine Klimabox. Genau. Zack. Okay. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schaut gerne mal auf meinen Kanal vorbei. Da habe ich noch ein paar mehr Wildlife Park 2 Videos gemacht. Erstmal die vorherigen Folgen des Sandbox Let's Plays und habe auch die Mission sozusagen, die den Story-Mode vom Spiel gespielt und auch hochgeladen und aufgenommen und so. Na, egal. Lasst gerne ein Like da, abonniert, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Und nochmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.